Nein, nein, nein. Lieber Koch, zuerst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung und das reichhaltige Buffet. Ich sehe schon, die Leute trauen sich anscheinend noch nicht so recht zum Herkommen. Vielleicht was? Ich stand gar nicht. Nein. Und bist dann im 87 eben zur Grünstadt Zürich als Kreisarchitekt. Das ist eine schwierige Aufgabe war, Kreisarchitekt damals. Ich finde es wenigstens ein Kombi zwischen Bauen. Also, schwierig und genial. Sagen wir es mal so. Neu, deine nachfolgende Person, die wir bereits hier haben, Andrea Wendt. Gut, du hast du hast einen guten Job gemacht und ich möchte dir dafür auch ganz herzlich danken für deinen Beitrag, den du da im Rahmen von der Grünbleibenden Stadt geleistet hast. Das mal zuerst ganz herzlichen Dank für dich. Das Bänkchen. Hoffen wir, dass es einen schönen Platz gibt hier im Garten. Ich weiss nicht, ob es einen Plan Platz hat. Ich muss ihn aber umzeigen. Nein, wir tun es ins Läubchen mal in Dresden. Bist du eingestanden? Nein, es geht doch wunderbar auf deinen Kiesplatz. Ich kann die Geschenke und die Anregungen, die ich da umsetzen und dafür möchte ich natürlich herzlich, ganz herzlich bedanken. Und ich möchte mir hier gerne gehen. Für das Velofahren braucht es auch Bewilligung. Das ist halt nur mal so im Leben, also nicht bei der Bauzug. Und deswegen haben wir da ihre Velo-Vignette. Ich möchte mir hier gerne gehen. Das kann man sicher immer brauchen. Das ist eine neue, ne? Genau, die neue. Und damit du dich auch nicht irgendwie verfährst, habe ich da jetzt aus dem Internet Busglas rund um den Mur gesehen. Das sind 36 Kilometer, das ist genau beschrieben, wie du fahren musst. Sie ist eine ganz zähe Stude. Das Einzige, was sie nicht gerne hat, ist nasse Füße.
Und so wirst du jeden Frühling, wenn sie blüht, wieder an uns alle denken. Einmal im Jahr lange an uns denken. Aber dann im Brunnen.